Da bin ich wieder und es ist Derby Time und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zu dieser Folge und wir reden gar nicht groß lange drum herum, sondern fangen einfach direkt an mit der Action. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, wenn ich euch sage, dass wir vor der Saison den SV Meppen als unseren Rivalen ausgewählt haben und es jetzt hier am 8. Spieltag der Saison nach Meppen geht. Vorher aber nehmen wir noch an der Pressekonferenz teil und das machen wir auch jetzt sofort. Die Frage war, wie wir uns vorbereitet haben und ich sage einfach mal, wir sind bereit. Ein emotionales Statement tut immer gut vor einem Derby. Hoffen Sie, mehr Konstanz in Ihre Leistung bringen zu können. Meine Spieler werden sich bald verbessern und das sagen wir auch einfach mal, denn wir haben viel Entwicklungspotenzial in dieser Mannschaft. Der Kader ist noch relativ schlecht, aber da ist auf jeden Fall was drin. Und mit der Qualität des Kaders bin ich zufrieden. Wir haben eine gute Transferphase hinter uns. Natürlich konnten wir nicht so viele Transfers machen, wie man es zum Beispiel als Zweitligist machen kann oder sonstiges. Aber ich bin zufrieden mit unseren Transfers und dementsprechend war es das dann auch mit der Pressekonferenz. Und wir starten rein ins Spiel. Man merkt die Anspannung und die Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften. Heute empfängt der SV Meppen den FC Hamburg. Zum ersten Mal gibt es das Duell zwischen diesen beiden Rivalen. Und wir werden hier jetzt klären, wer das Duell für sich entscheiden kann. Mit dieser Aufstellung startet der SV Meppen von Trainer Rico Schmidt im Tor Erik Domaschke, der gleichzeitig auch der Kapitän ist. Vor ihm dann ein 4-2-3-1. Vorne im Sturm Koruk, dahinter dann auf der 10 Tankulic. Beim FC Hamburg gibt es kaum Änderungen im Vergleich zur 1-2-Niederlage vor einer Woche zu Hause gegen Braunschweig. Einzig Chris Meyert rückt in die Startaufstellung für Schmidt, der heute gar nicht dabei ist. Meppen kommt das erste Mal über Rama und der legt in die Mitte zu Tankulic. Dovin kommt zu früh raus und es steht 1-0 für Meppen. Das Spiel bisher sehr ausgeglichen. Es ging hin und her, viel Tempo drin, viel Feuer drin und dann hier dieser Fehler von Dovin kann man schon nennen. Und Tankulic sagt Dankeschön, schiebt ein Roche. Und Yildirim sind da machtlos und es steht 1-0 für Meppen. Larsen hat mal Platz auf rechts, könnte abziehen und das macht er auch. Aber Domaschke hält den Ball, die erste gute Chance hier für den FCH in Meppen. Aber Domaschke mit all seiner Routine macht die Beine zu und hat den Ball. Nochmal Platz für Meppen. Tankulic hat den Platz, sieht den Platz und sieht Blacher. 2-0 für Meppen hier. Kurz vor der Pause, die Nachspielzeit eigentlich schon längst vorbei. Und dann kriegt Meppen hier nochmal diese gute Chance und nutzt sie eiskalt. Wieder sieht Dovin da nicht gut aus. Eilt ein bisschen in seinem Strafraum hin und her, kann da aber auch nichts machen. Vergisst Blacher im Rücken, genauso wie Endur. Und der hat dann freie Bahn aus 11 Metern, schiebt er den Ball ein zum 2-0 für Meppen. Und das wird jetzt richtig schwer für den FC Hamburg. Nächste Chance Meppen, nächstes Tor Meppen. Koruk macht das 3-0. Und da sieht die Abwehr überhaupt nicht gut aus. Und damit endet das Spiel hier mit 3-0 für Meppen. Meppen schraubt Hamburg im Derby auseinander. Am Ende entscheiden drei individuelle Fehler. Zwei von Dovin, einer von Schäfer zum Sieg für Meppen. Und natürlich eine ganz, ganz bittere Niederlage hier für Eltisport. Und seine Jungs. Da sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Diesmal zu Hause geht's ran gegen Viktoria Berlin. Und auch das werden wir selbst spielen. In dieser Folge kommen dann noch Spiele wie gegen Zwickau und gegen Halle. Da werden wir gegen Zwickau auf eine Schnellsimulation zurückgreifen. Und gegen Halle normal simulieren. Zumindest ist es so geplant. Gegen Viktoria spielen wir jetzt aber
noch einmal selbst und müssen gucken, was wir machen, ob wir vielleicht einen Systemwechsel wieder vollziehen oder ob wir weiter in unserem System spielen. Das alles werde ich jetzt gleich mal entscheiden. Wir sehen uns dann im Spiel. Nächster Spieltag und ein Duell zweier Aufsteiger. Der FC Hamburg trifft zu Hause auf Viktoria Berlin in der dritten Liga. Das erste Mal eine Chance für Hamburg überlassen, vorgelegt von Weiß. Und da steht es 1 zu 0 für den FC Hamburg. Rasmus Larsen mit der Nummer 24 netzt hier ein. Wie reagiert Viktoria Berlin? Direkt mit dem 1 zu 1. Falcao macht das Tor per Lupfer. Das macht er natürlich klasse. Nächstes Tor für Viktoria Berlin. Ich glaube, das 1 zu 0 hat den Hamburgern überhaupt nicht gut getan. Sie sind seitdem überhaupt nicht mehr im Spiel drin. Und es steht 2 zu 1 für Berlin hier. Klasse Angriff, aber auch wieder schlechte Zuordnung der Hamburger. Und der Ball zappelt im Netz. Tahirovic legt raus auf Rasmus Larsen. Larsen kann rüberlegen. Doch, Schmidt kommt nicht an den Ball, aber vielleicht jetzt. Was für ein Tor. Da kriegt Viktoria Berlin den Ball nicht raus. Und Schmidt kommt irgendwie doch noch im zweiten Versuch dran und macht hier schon wieder den Ausgleich. Was ist das für ein Spiel? Es geht hier Schlag auf Schlag. Ecke Viktoria. Dovin ehrt im Strafraum hin und her. Und Hovi heißt er, glaube ich, köpft ein und sagt Dankeschön. Das ist ein ganz klarer Fehler von Dovin. Und so langsam könnte es auch eng werden mit seinem Stammplatz. Nächste Chance für Viktoria Berlin. Doch diesmal macht Dovin etwas wieder gut und hält hier gegen Falcao Weltklasse mit seiner linken ausgestreckten Hand. Nächste Ecke Viktoria. Diesmal bleibt Dovin im Kasten. Ist das besser? Nein, ist es nicht. Der Ball kullert irgendwie rein. Es steht 4 zu 2 für Viktoria Berlin. Zweite Hälfte hat gerade erst angefangen. Und es gibt tatsächlich Elfmeter für Hamburg. Der erste Elfmeter in dieser Karriere, rausgeholt von Winbo. Da stellt sich Viktoria Berlin natürlich dumm an. Ob es jetzt unbedingt berechtigt war, weiß ich nicht. Fakt ist aber, es gibt Elfmeter und es gibt keinen Videobeweis. Weiß tritt an. Verliert Weiß den Keeper. Ja, das macht er. Ganz abgeklärt. Weiß also hier mit dem 3 zu 4. Und noch ist nichts verloren in diesem verrückten Spiel hier im Elbepark. Nächste Chance jetzt aber für Viktoria. Und was ist hier los? 55. Minute, 5 zu 3. Benjamina, glaube ich, war es hier. Und es sind Fehler in der Hamburger Abwehr, aber auch eiskalte Chancenverwertung von Viktoria Berlin. 8 Tore nach 55 Minuten. Dovin sieht nicht gut aus, geht runter, spekuliert auf einen flachen Ball, aber sieht dabei doch ein bisschen lost aus. Trotzdem, das nennt man einfach effektiv. Und jetzt heißt es also wieder, ein 2-Tore-Rückstand aufzuholen für Hamburg. Nächste Chance für Viktoria. Und Dovin hat den Ball eigentlich, aber er geht trotzdem rein. Das geht mal wieder auf Dovins Kappe. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Klar, der ist schwer zu halten, aber wenn er schon dran ist, dann muss er den doch wenigstens so halten, dass er ihn rausbekommt. Hier Dovin, also ein ganz, ganz schwaches Spiel von ihm. Hat bisher immer mal seine Lichtblicke gehabt, aber was er hier manchmal anstellt, echt unfassbar. Trainer Hettich Spott dürfte schon ins Grübeln geraten sein. Chance für Hamburg durch Winbo. Aber er vergibt sie kläglich.
Nächste Chance für uns. Chris Mayert macht hier das 4:6. Und ich glaube zwar nicht mehr wirklich dran, aber vielleicht geht da noch was. Mal sehen. Super gespielter Angriff. Wir sind jetzt natürlich voll in der Offensive. Der eingewechselte Roche ist das, glaube ich, der den Ball rüberlegt auf Chris Mayert. Und der lässt sich sowas nicht zweimal sagen und schiebt den Ball zum Glück ein zum 4:6. Was ein Ergebnis, was ein Spiel. Das war's jetzt aber auch. 10 Tore reichen. Trotzdem ärgere ich mich sehr, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Keine Punkte hier mitnehmen, obwohl wir 4 fucking Tore schießen. Also echt unfassbar. Wir müssen uns vor allem defensiv verbessern. Offensiv lief's ja jetzt, aber defensiv, das war eine Katastrophe. Da müssen wir uns verbessern, sonst sind wir bald abgeschlagen. Letzter. So, nach diesem aufregenden Spiel habe ich mich erstens dazu entschieden, dass wir das nächste Spiel, also das nach Zwickau jetzt kommt, gegen Halle, doch per Schnellsimulation machen. Und außerdem habe ich mich dazu entschieden, dass wir erstmal bei dem 4-4-2 wieder bleiben. Trotzdem müssen wir schauen, was wir hier besser machen können und hoffen hier einfach mal, dass wir irgendwie Punkte mitnehmen können, denn wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 3 Spiele, keine einzigen Punkte mehr geholt und das spiegelt sich natürlich auch in der Tabelle wieder. Nach unserem grandiosen Saisonstart finden wir uns jetzt auf Tabellenplatz 18 wieder und das wollen wir ja auf keinen Fall. Deswegen muss ich hier gegen Zwickau am besten schon einiges ändern. Gucken, wie Braun es macht. Wenn er es sehr gut macht, spielt er weiterhin. Wenn er es mittelmäßig macht, kommt Doven natürlich wieder rein. Wir wollen hier keine Torwartdiskussion anfangen. Wir wollen einfach Doven mal eine Pause geben und gehen rein in die Schnellsimulation und hoffen auf Punkte, bitte. Ja, immerhin ein Punkt. Zweimal trifft Weiß. Braun mit einer 6-2 ist jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist mega heftig. Heißt, Doven kommt gegen Halle wieder ins Tor. Trotzdem wichtig, immerhin einen Punkt geholt zu haben. Darauf müssen wir aufbauen. Und das letzte Spiel dieser aufregenden Folge mit dem Derby, mit dem chaotischen Spiel gegen Viktoria Berlin, dem Punkt gegen Zwickau, endet jetzt hier mit dem Spiel gegen Halle, dem Tabellenvierten. Viel erhoffe ich mir nicht, hoffe aber natürlich irgendwie schon noch darauf, dass wir vielleicht irgendwie einen Punkt glücklich mitnehmen oder irgendwas in der Art. Mal sehen. Eine 0-3 Niederlage, mal sehen. 4,9 von Doven, natürlich nicht gut. Kühn aber auch sehr, sehr schwach mit einer 4,9. Genauso wie Yildirim, Schneider sowieso und Winbo auch nicht gerade gut. Genauso wie Larsen, also ein Totalausfall der Mannschaft war das. 0:3 gehen wir Baden zu Hause gegen Halle. Das war's dann jetzt aber auch erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge stehen dann Spiele an gegen Kaiserslautern, Verl, 1860 und Waldhof, Mannheim. Da müssen dann dringend wieder Punkte und am besten auch Siege her, damit wir diese Krise hinter uns lassen können. Mal sehen, was so noch passiert alles hier. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.